Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten TOA Wireless Tutorial. In dieser ersten Folge möchten wir Ihnen gleich ein sehr nützliches Feature vorstellen, das Sie bei fast all unseren Systemen finden können: den automatischen Frequenzscan. Diese Funktion hilft Ihnen bei der Auswahl einer geeigneten, störungsfreien Sendefrequenz für Ihr Funkmikrofon. Besonders nützlich ist diese Funktion, wenn Sie zum Beispiel als Musiker Gigs an ständig wechselnden Orten spielen, bei denen Sie mit der Funkumgebung nicht vertraut sind. Immer dann können Sie diese unbekannte Funkumgebung automatisch untersuchen lassen. Den automatischen Frequenzscan finden Sie übrigens in all unseren Empfängern der 5000er-Reihe sowie in den S5-Systemen. Nun möchten wir Ihnen gerne zeigen, wie Sie bei den S5-Systemen den automatischen Frequenzscan durchführen können. Vergewissern Sie sich bitte, dass Ihr Hand- bzw. Taschensender ausgeschaltet ist. Ist dieser nämlich noch angeschaltet, gilt die Frequenz als belegt und kann somit vom System nicht als frei erkannt werden. So, bei ausgeschaltetem Sender gelangt man durch einen kurzen Druck auf das Menürad sofort ins Hauptmenü. Dort wählt man sofort den ersten Menüpunkt, also Frequency Select, durch erneuten Tastendruck. Jetzt gelangt man in das entsprechende Untermenü für die Frequenzauswahl. Unseren Punkt finden wir unten rechts und schon beginnt der Empfänger mit dem Scannen der Umgebung. Nun wird die gesamte verfügbare Bandbreite des Systems auf freie Frequenzen hin untersucht. Nun ist der Scan-Vorgang beendet und es werden uns hier alle Kanalbänke angezeigt, die komplett frei sind und daher von uns risikolos genutzt werden können. Ist eine Bank nicht eingeblendet, wie hier jetzt zum Beispiel Bank 1, dann bedeutet dies, dass von irgendwoher noch ein störender Sender in dieser Bank empfangen wird. Von den übrigen Bänken wählen wir jetzt nach Belieben einfach eine aus. Ich wähle jetzt die Bank 9. Für die Übertragung spielt es eigentlich keine Rolle, welche Frequenz Sie wählen, solange diese nur störungsfrei betrieben werden kann. Aber das wurde ja bereits durch den automatischen Frequenzscan festgestellt. Durch Drehen des Rades scrollt man durch die Frequenzen und durch Drücken wählt man diese dann aus. Damit ist der Empfänger nun korrekt eingestellt. Im nächsten Schritt wollen wir jetzt die Frequenz auf den entsprechenden Handsender übertragen. Dazu schalten wir diesen an. Vorher wählen wir im Hauptmenü den Punkt TX Settings, dann Frequency und bevor wir mit Senden bestätigen, halten wir das Mikro vor den Empfänger und senden. Nun wird uns in beiden Displays die gleiche Frequenz angezeigt. Als nächstes deaktivieren wir den Mute-Modus. Es erscheint der grüne LED-Kranz und wir haben ein Signal. 1, 2, die Verbindung steht. Das war's zum Thema automatischer Frequenzscan. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.